Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt und unser Thema heute vor dieser wunderschönen Wand an diesem wunderschönen Tag: Wie schneidet man ein Reben, ein Weinspalier? Zunächst mal, ich stehe hier vor dem Forsthaus in Buchs, vor dem Weinspalier, das Reinhard Rodduner über, ich denke, 10, 20 Jahre erzogen hat. Und mir fiel dieses wunderschöne Beispiel auf, um zu zeigen, wie man ein Weinspalier, wie man ein Rebenspalier schneidet. Eine Frage, die häufig in unserer Frage-Antwort-Rubrik auftaucht und wozu wir noch nie ein Video gedreht haben. Ich bin in der wunderschönen Situation, dass die Arbeit getan ist. Termingerecht Ende Februar, Anfang März. Wir haben jetzt Anfang April. Die Rebe beginnt schon langsam zu treiben. Und wie gesagt, die Arbeit ist erledigt und ich kann erzählen, wie es gemacht wurde und wie es gemacht werden muss. Man sieht es nämlich jetzt nach getaner Arbeit fast besser als vorher. Vielfach sehe ich in Gärten so Rebspaliere, wo alles voll von Rebtrieben ist, ein Durcheinander. Und die Leute beschweren sich dann vielfach über die Fruchtqualität. Die Früchte sind dann sauer, sind nicht gut, werden nicht reif, sind zu klein. Und das hängt genau damit zusammen, dass viel zu viel neues Holz da ist. Das neue Holz ist fruchtbar, trägt Früchte, es gibt zu viele Früchte und die Qualität wird schlecht. Im Rebbau wird heute der Ertrag pro Rebe auf 0,5, 0,3 Kilogramm pro Quadratmeter reduziert. Und damit wird die Qualität des Weins und damit auch der Trauben und auch der Tafeltrauben sehr viel besser. Je tiefer der Ertrag, je besser wird die Qualität. Und ein großer Teil der Ertragsregulierung machen wir über den Schnitt. Die Reben sind so fruchtbar, dass der größte Teil des frisch gewachsenen letztjährigen Holzes weg muss. Man sieht es hier sehr gut. Alles ist weggeschnitten worden. Das Einzige, was stehen geblieben ist, sind jeweils 1 bis 2 Augen. Alle 30 bis 40 cm. Wir haben hier 30 cm, hier mal 15 cm, 30 cm, 30 cm, wieder 30 cm. Das heißt, alle 30 cm wird frisches Holz mit 1 bis 2 Augen stehen gelassen. Daraus wachsen dann die Triebe, die Früchte tragen. Und nächstes Jahr wird wieder alles weggeschnitten auf einen Trieb mit 1 bis 2 Augen. Noch ein Tipp: Wenn möglich, versucht man nachher immer neue Triebe stehen zu lassen, die möglichst nahe am Haupttrieb sind, möglichst nahe am alten Holz. Man sieht das beispielsweise hier. Hier ist ein alter Zapfen, der ist hier nicht mehr gebraucht worden, weil hier sind neue Triebe direkt am Haupttrieb entstanden und Reinhard Rodduner, der hier geschnitten hat, hat richtig fachgerecht auf die frischen Triebe geschnitten, die möglichst nahe am alten Holz sind. Die haben eine bessere Qualität und eine bessere Zukunftserwartung, als wenn man schon so weit vom Haupttrieb entfernt ist wie hier. Man versucht also immer wieder Holz anzuschneiden, das möglichst nahe am Haupttrieb ist. Aber das Wichtigste, alles muss weg. Nur alle 30 bis 40 cm ein Trieb mit 1 bis 2 Augen stehen lassen. Das ist alles. Rebenschneiden ist ganz einfach. Wir haben das gezeigt an der Stickelrebe, an der Pfahlrebe. Auch das Schneiden einer Spalierrebe wie hier ist ganz einfach. Probieren Sie es doch aus. Schreiben Sie Ihre Erfahrungen unten in die Kommentare rein. Glauben Sie nur fast alles, was ich Ihnen erzähle, und gärtnern Sie weiter.